Ja, herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich hatte vorher noch kurz technische Probleme. Ich gehe davon aus, dass man mich aber hören kann. Ja, herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung, wie Rassismus aus Schulbüchern spricht, Schwarz-Weiß-Konstruktionen in der Schule mit Dr. Ilina Marmer. Wir sind überwältigt, welchen großen Zuspruch diese Veranstaltung erfahren hat und wie ich gerade lese, haben wir schon über 130 Teilnehmende. Das freut uns natürlich sehr, dass dieses Thema auf so großes Interesse stoßt. Mein Name ist Sven Mesch. Ich bin Mitarbeiter im Pädagogischen Institut, Zentrum für kommunales Bildungsmanagement im Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München. Und gemeinsam mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, dem Kulturreferat Morgen e.V., dem Nord-Süd-Forum e.V. und dem Migrationsbeirat München organisieren wir die Reihe München global engagiert, Ungleichheiten erkennen, gemeinsam mehr erreichen, im Rahmen derer diese Veranstaltung jetzt auch stattfindet. Diese Veranstaltungsreihe München global engagiert ist entstanden aus dem Konzept Flucht und Entwicklung der Landeshauptstadt München. Dort gibt es ein Handlungsfeld, nämlich das Handlungsfeld globales Lernen. Und innerhalb dieses Handlungsfeldes ist es eine Maßnahme, Fachveranstaltungen zu bestimmten Themen durchzuführen. Ziel ist es, die BürgerInnen zu sensibilisieren für globale Zusammenhänge im Themenkomplex Flucht und Entwicklung, aber auch gleichzeitig dazu anzuregen, die eigene Perspektive, das eigene Handeln zu reflektieren und immer mal wieder auf die Probe zu stellen. Gleichzeitig möchten wir aber auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich die verschiedenen AkteurInnen in dem Bereich Flucht und Entwicklung besser vernetzen können, dass Hürden und Hindernisse abgebaut werden können, um besser zusammenarbeiten zu können. Und da spielen natürlich die Themen Macht und Ungleichheiten eine große Rolle. Deswegen auch der Name der Veranstaltungsreihe München global engagiert. Ungleichheiten erkennen, gemeinsam mehr erreichen. Wir freuen uns außerdem, dass die Stadtspitze in München dieses Thema als ebenso wichtig erachtet und der Oberbürgermeister die Schirmherrschaft für diese Veranstaltungsreihe übernommen hat. Wir mussten aufgrund der Pandemie auf Online-Formate ausweichen und haben jetzt mit dieser Veranstaltung bereits die vierte Fachveranstaltung, die wir virtuell durchführen. Bevor ich gleich an meine Kollegin Frau Kunis übergebe, noch ein paar organisatorische Hinweise. Wir werden die Veranstaltung aufzeichnen. Sie wird später dann auf unserem YouTube-Kanal des Referats für Bildung und Sport veröffentlicht werden, damit man sich's auch noch mal ansehen kann. Wenn Sie später Fragen haben oder auch wenn Sie zwischendrin Fragen haben, dann können Sie die stellen, indem Sie die in den Chat schreiben. Die werden dann später nach dem Input von Frau Dr. Marmer aufgenommen und in die Diskussion eingespeist. Und wenn Sie wollen, und da würden wir Sie gerne recht herzlich darum bitten, können Sie uns ein Feedback zu dieser Veranstaltung geben. Wir haben eine Online-Umfrage eingerichtet, die auch nur ganz kurz ist. Das dauert 5, maximal 10 Minuten. Und wir würden ganz gern Ihr Feedback dazu haben. Und ich werde jetzt dann auch gleich den Link zu dieser Online-Umfrage einstellen. Dann können Sie Ihre Fragen während der Veranstaltung, Ihre Rückmeldung während der Veranstaltung geben oder auch später im Nachhinein. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich übergebe jetzt das Wort an die Frau Kunis und wünsche Ihnen viel, viel Spaß. Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Mein Name ist Diana Sondring-Kunis. Ich bin Mitarbeiterin im Pädagogischen Institut im Fachdienst politische Bildung. Und besonders möchte ich natürlich unsere Gäste begrüßen. Elina, Modupe, schön, dass es heute geklappt hat. Ihr habt ja auch schon in der Vergangenheit Workshops für das Pädagogische Institut gegeben. Und umso mehr freut es uns und mich, dass es heute im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe München global engagiert geklappt hat. Bevor ihr euch gleich auch nochmal selber vorstellt, ihr kennt euch ja auch am besten, möchten wir gerne Sie auch ansprechen, verehrte ZuschauerInnen. Wir haben eine
kleine Abfrage, aus welchen Arbeitskontexten Sie kommen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer ist denn gerade im Raum. Da würde ich Sie, Kai, da bitte ich dich jetzt einfach kurz mal einzublenden. Das dauert nur ein paar Sekunden und wir haben ein ja, grobes Gefühl, eine Ahnung, wer sich denn heute zugeschalten hat. Hallo, ganz kurz aus dem Off. Die Modupe Olaya hat technische Schwierigkeiten. Wir versuchen das zu lösen. Okay, ja, das war unvorhergesehen. Schade, aber gut. Dann schwafel ich noch kurz, bevor ich an dich abgebe, Elina. Ja, es ist schön, dass wir heute so viele Menschen sind, denn dieser Diskurs verdient einfach ein größeres Publikum. Denn heute beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, wie Rassismus im Bildungssystem reproduziert wird, welche Gründe und Strukturen dazu führen, dass Rassismus eben auch aus Schulbüchern spricht. Die Auseinandersetzung mit Schwarz-Weiß-Konstruktionen kann Ihnen durchaus Aufschluss darüber geben, dass es Parallelen und Analogien auch zu Ihren persönlichen, aber eben auch Arbeitskontexten gibt. Heute eben anhand von Beispiel Schulbüchern. Schön, dass es geklappt hat und jetzt übergebe ich das Wort an dich, Elina Mama. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, Sandrine. Schade, dass das jetzt nicht mit Modupe läuft. Ich hoffe, sie kann sich bald dazuschalten. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so wahnsinnig viele Menschen sich zugeschaltet haben. Damit habe ich wirklich eigentlich gar nicht gerechnet. Ich bin Elina Mama und werde hier über das Imafredo-Projekt berichten. Aber zunächst möchte ich erstmal kurz was dazu sagen, was ich jetzt gerade mache. Ich bin tätig an der HAW Hamburg und bei Herrn Professor Louis-Henri Secois und koordiniere dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin das EU-internationale EU-Projekt CHIEF. CHIEF steht für Cultural Heritage and Identity of Europe's Future und befasst sich mit kultureller Bildung von jungen Menschen in 9 Ländern parallel. Und wir im deutschen Team schauen uns kulturelle Bildung in Schulen, Vereinen, Gedenkstätten, aber auch Familien aus einer rassismuskritischer und antisemitismuskritischer Perspektive. Wir beschäftigen uns mit Kulturkonzepten, mit den gängigen und dominanten Kulturkonzepten wie Hochkultur, Leitkultur und Erinnerungskultur und schauen uns an, wie diese Konzepte sozusagen auch Exklusionsmechanismen, Ausschlussmechanismen beinhalten. Oh, Modupe, bist du wieder da? Hört ihr mich jetzt gut? Ja. Ah, sehr schön. Ja, ich begrüße alle ganz herzlich. Vielen Dank an die Technik und die Geduld. Und auch wenn wir uns momentan nur virtuell über den Bildschirm begegnen können, freue ich mich jetzt über den Abend und freue mich, dass das jetzt geklappt hat. Vielen Dank an das Veranstaltungsteam für die Organisation, die Planung und auch nochmal einen herzlichen Dank an die Technik. Darf ich einsteigen, Elina? Ja. Ja? Gut. Ich bin Modupe Laya und werde Sie durch diesen Abend heute begleiten, gemeinsam mit Elina. Ich erkläre ganz kurz etwas zum Ablauf. In den ersten 20 Minuten werden Frau Dr. Elina Mama und ich ins Gespräch gehen, um ins Thema einzuführen. Du hast dich ja schon vorgestellt. Also im Gespräch wird es um die Vorstellung Ihres Forschungsprojekts gehen und Ihre Studie. Im zweiten Teil wird Elina Mama eine Präsentation halten und nach dem Impuls Vortrag werden wir nochmal ins Gespräch gehen. Und zum Schluss möchten wir beide den Raum öffnen für die Teilnehmenden heute Abend und Sie können dann noch im Chat Ihre Meinung abgeben. So, da du dich jetzt schon vorgestellt hast, würde ich gerne noch einmal etwas sagen zu unserer gemeinsamen Geschichte. Wir haben uns 2012, also vor 9 Jahren,
zum ersten Mal sind wir uns begegnet. Und das war auf einem Symposium in Frankfurt. Das wurde von schwarzen Bildungspraktikerinnen organisiert. Auf diesem Symposium ging es um Rassismus in der Schule, diese Bildungspraktikerinnen eingeladen haben. Da bin ich Elina zum ersten Mal begegnet und hatte dann die Gelegenheit, auch ihrem Vortrag über die Schulbuchproblematik zu verfolgen. Ja, ich möchte auch noch namentlich Wissenschaftlerinnen, Lehrerinnen erwähnen, die auch an diesem Symposium teilgenommen haben, wie zum Beispiel Maisha Eggers-Aroma und Nadine Golli, beides Wissenschaftlerinnen, die auch zu Critical Whiteness geschrieben haben und zu dieser Thematik, also Schwarz-Weiß-Konstruktionen im Allgemeinen. Elina hat dann, also wir kennen uns ja, deswegen duzen wir uns. Danach, nach diesem Symposium, folgte eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit und viel Austausch zu den beiden darauffolgenden von Elina initiierten Workshops an der Universität Hamburg im Rahmen ihres Projekts Imafredo, waren unter anderem die Referentinnen eingeladen, die ich genannt habe, und auch andere. Und wir entwickelten gemeinsam in zwei Workshops die Idee zu einem rassismuskritischen Leitfaden. Für was steht Imafredo? Image of Africa in Education, und in diesem Leitfaden, den wir entwickelt haben, gemeinsam vor 9 Jahren, da ging es um das kolonial-rassistische Afrika-Bild. Dieser Leitfaden wurde entwickelt zum schulischen und außerschulischen Gebrauch, und es ging unter anderem auch genau um Konstruktionen von Schwarzsein und Weißsein als machtkritische Konzepte. Der Leitfaden bietet auch inhaltliche und methodische Lösungen an. Also Sie können sich den Leitfaden herunterladen. Er ist auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes verfügbar. Ein anderes Mal bin ich Elina dann begegnet in München. Da folgte sie meiner Einladung, um ihre Studie in Hamburg auch mit Münchner Schülerinnen durchzuführen. Hat sie mich angefragt, um einen Beitrag in ihrer Publikation, die Rassismus aus Schulbüchern spricht, zu schreiben. Dr. Elina Mama ist Herausgeberin dieser Publikation, wo sie noch einmal ganz vieles Wissen von Bildungspraktikerinnen, also Wissenschaftlerinnen, Bildungsaktivistinnen zusammengeführt hat. Außer natürlich ihrem eigenen Beitrag als Autorin. So, jetzt gilt meine Aufmerksamkeit dir, Elina. Du hast dich ja schon vorgestellt. Ich würde gern eine Frage stellen, wie das bei dir angefangen hat. Also wie du für dieses Thema der Schulbuchproblematik sensibilisiert worden bist. Ich erinnere mich da an meine Schulzeit, an die Oberstufe, als ich zum ersten Mal mich mit dem Rassismus im Nationalsozialismus befasst habe. Das war eine ganz tiefe Erfahrung für mich, erschütternde Erfahrung. Die Holocaust-Bilder, mit denen wir in Berührung kamen als Schülerinnen. Und auch die Tatsache, dass die Täter nicht nur Nazis waren, sondern die Gesellschaft diese Rassendoktrin zugelassen und mitgemacht hat. Und natürlich auch durch die Nürnberger Rassengesetze diese Rassendoktrin legitimiert worden ist. Diese schulische Aufarbeitung hat mich begleitet, auch als ich anfange, mich mit Kolonialismus zu beschäftigen
und seinen schlimmen Begleiterscheinungen. Ja, und auch welche Rolle ich, also meine Erfahrungen in diesem Kontext spielen. Und damals schon war mir sehr klar, dass rassistische Zuschreibungen konstruiert sind und funktionalisiert werden bis zum Völkermord einer kollektiven Gruppe. Ja, also meine Frage, Inina, gab es bei dir so ein Aha-Erlebnis, einen Moment der Erkenntnis, wo du Rassismus als strukturelles Problem erkannt hast? Bevor ich auf die Frage antworte, eine ganz kleine Korrektur, denn diesen Sammelband, den Modupe gerade vorgestellt hat, mit dem gleichnamigen, mit dem gleichen Titel wie die Veranstaltung, habe ich nicht alleine rausgegeben, sondern mit meinem Kollegen Dr. Papasso, ja. Den wollte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Ja, Modupe, natürlich habe ich mich auch in der Schule und sonst auch privat mit diesem Thema beschäftigt, aber die Beschäftigung hat sich verdichtet durch familiäre Verbindung und vor allem als Mutter schwarzer Kinder ist dann diese Beschäftigung, der konnte ich dann nicht mehr ausweichen sozusagen. Und Rassismus beginnt natürlich nicht erst in der Schule, aber als meine Kinder in der Kita waren, da hatten wir das als Eltern noch das Gefühl, gewissen Einfluss nehmen zu können auf die Bücher, die dort gelesen werden, auf das Spielzeug, mit dem gespielt wird, auf die Lieder, die gesungen werden. Wir standen in ständigem Kontakt mit den Erzieherinnen zu diesem Thema. Doch als die Schule begann, war das alles eigentlich vorbei. Also wir hatten keinen Einfluss mehr darauf, weil die Schule so ein abgeschlossenes System ist und was da passiert, welches Wissen dort vermittelt wird, da haben wir als Eltern keinen Einfluss mehr drauf. Und ich habe mitbekommen, es waren verschiedene Kontexte, aber gerade dieses Schulbuch war wirklich ein Thema. Also ich habe mitbekommen, wie meine Kinder ihre ganze Schulzeit mit dem rassistischen Wissen in den Schulbüchern konfrontiert wurden und wie gewaltvoll diese Darstellung ist und auch zum Teil die Machtlosigkeit gegenüber weißen Mitschülerinnen und weißen Lehrenden. Denn meine Kinder hatten sehr viel Wissen und auch gute Argumente, aber es herrscht ja so eine Meinung, was im Schulbuch steht, das wird schon stimmen. Und somit haben diese Schulbücher, die üben wirklich eine enorme Macht aus. Ja, man fühlt sich machtlos und aus diesem Gefühl heraus entstand eigentlich die Motivation, sich wissenschaftlich damit zu befassen, etwas dagegen zu tun. Und da habe ich angefangen, so verstärkt mich mit dem Thema auch theoretisch zu befassen, also viel mehr als vorher und auch zu lesen und habe mit Freude eigentlich erfahren und ja, auf der einen Seite mit Freude, andererseits habe ich mich gefragt, wieso wusste ich bis dahin nichts darüber, dass die Kritik an rassistischer Darstellung nicht nur in Schulbüchern, sondern in Medien, Film, Literatur, Werbung allgemein eigentlich seit Jahrzehnten schon geübt wird und vornehmend auch aus der schwarzen Community heraus von unterschiedlichen Akteurinnen in Deutschland und weltweit, dass es da schon wirklich riesen Wissensarchive gibt. Und dieses Wissen habe ich mir zuerst angeeignet, um überhaupt forschen zu können. Und deswegen gilt auch mein Dank allen diesen Menschen. Ich kann sie jetzt namentlich überhaupt nicht benennen. Aber mein Dank gilt auch meinen Kindern, Dalia und Nesta, die diese Arbeit mit ihrem Wissen auch bereichert haben, mit ihren Erfahrungen und das Projekt auch kritisch begleitet haben. Ich habe 2 Minuten vor der Veranstaltung erfahren, dass meine Tochter dann auch irgendwie hunderte von Leuten eingeladen hat. Also sie unterstützen mich wirklich sehr. Ja, ich hatte auch ein Déjà-vu-Erlebnis, das als Mutter, als mein Sohn in der Oberstufe war, da ging es um ein Erdkundebuch und das war auch der Anlass vor 9 Jahren, weswegen ich mich intensiver mit diesem Thema beschäftigt habe. Also ich war davon so erfasst von den Bildern und von der Sprache
dass ich gedacht habe, oh, ist die Zeit jetzt stehen geblieben? Vor 35 Jahren bin ich selber in der Oberstufe gewesen und ja, es wiederholt sich und reproduziert sich. Ja, wenn ich an meine Schulzeit denke, dann denke ich auch immer an die selektive Blindheit von Lehrerinnen, die sich nicht einfühlen können in Schüler und Schülerinnen, wenn sie in der Klasse sind und mit so negativen Stereotypen Bildern konfrontiert werden. Das macht ja auch was in der Interaktion der Kinder. Also wenn wir jetzt im Hinblick auf dein Forschungsprojekt, du hast ja Lehrende interviewt und Schülerinnen, was waren denn die qualitativen Ergebnisse deiner Studie? Was waren die Unterschiede in der Wahrnehmung von schwarzen und weißen Lehrenden? Du hast ja sogar schwarze Lehrerinnen befragt. Wo gibt es die überhaupt? Also, und, ja, wie war das Ergebnis? Und es gibt auch immer mehr von ihnen, aber zu der Zeit, 2012, habe ich tatsächlich nur 4 in Hamburg ausfindig gemacht und habe zu ihnen Kontakt aufgenommen und sie interviewt. Und tatsächlich haben sie mir ausschließlich alle bestätigt, dass das Material zu diesen Themen in den Schulbüchern unbrauchbar ist, also dass die Schulbücher unbrauchbar sind. Sie selbst verwenden solche Schulbücher gar nicht, sondern greifen auf ihre eigenen Materialien zurück, was natürlich mit dem Vorwissen, was sie haben, auch einfacher ist, geeignete Sachen herauszusuchen. Und darüber hinaus haben sie mir aber auch berichtet über Diskriminierungserfahrungen von ihnen selbst als schwarze Lehrende in Lehrerinnenzimmern, aber natürlich auch von schwarzen SchülerInnen und auch schwarzen Eltern. Was sie berichtet haben, war, dass die öftermals gut meinende LehrerInnen, die jeglichen Rassismus von sich zurückweisen oder wegweisen würden, dieses rassistische Wissen so verinnerlicht haben, dass sie, ohne dass sie das merken, schwarze Menschen verletzen, rassistisch verletzen. Und das Problematischste ist, dass da überhaupt nicht reflektiert wird. Also dadurch, dass sie behaupten, sie seien keine Rassistinnen, passiert Folgendes: Wenn sich diese Menschen dann wehren, werden sie entweder als überempfindlich abgestempelt, im besten Fall, und oder aber, und das betrifft vor allem schwarze Jungs, die werden als aggressiv wahrgenommen, mhm, und werden dann häufig auch dafür bestraft, dafür, dass sie sich dagegen wehren. Schwarze Schülerinnen werden auch oft als hilfsbedürftig wahrgenommen und ihre Eltern als fremd, als unwissend. Die Belange der Eltern werden nicht ernst genommen. Schwarze SchülerInnen werden auch exotisiert und unabhängig von ihren tatsächlichen Talenten und Begabungen werden ihnen zum Beispiel Talente in Sport und Musik zugeschrieben, aber nicht in Deutsch und Mathe. Mhm. Und das hat natürlich auch fatale Auswirkungen auf Noten, auf Beurteilungen, auf Empfehlungen auf weiterführende Schulen. Und das sind Konsequenzen, mit denen sie ja quasi ihr Leben lang zu tun haben. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe teilweise Eltern von schwarzen Schülerinnen begleitet, dass gerade bei männlichen Schülerinnen immer der Faktor im Grunde im Vordergrund steht, das seien Aggressoren. Also es gab da auch schon Situationen, da wurden Schülerinnen verantwortlich gemacht für Auseinandersetzungen, für Konflikte, an denen sie nicht beteiligt waren in der Klasse. Und dann entwickelt sich in der Klasse auch so eine Dynamik, dass der Fokus dann gerade auf diesen Kindern ist. Es gibt ja auch psychologische Studien darüber. Du hast gesagt, das hat eine Auswirkung auf deren Konstitution natürlich. Es gibt psychologische Studien darüber und die Neurowissenschaften beschäftigen sich ja auch damit, was für Auswirkungen das hat auf Schülerinnen,
wenn sie begrenzt werden, wenn sie abgewertet werden. Es gibt einen Neurowissenschaftler, Gerald Hüther, der sagt, Kinder möchten dazugehören, das heißt auch gehört werden, also dazugehören, gehört werden. Und wenn sie abgewertet werden, dann hat das auch Folgen auf ihre Befindlichkeit und nicht nur das, auf ihre Hirnfunktionen. Und dann haben sie nicht in dem Maße das Potenzial, sich entfalten zu können. Also ich als Philologin befasse mich ja eher mit der Sprache, mit den sprachlichen Formen von Gewalt. Wenn bestimmte Bezeichnungen gerade für schwarze Menschen benutzt werden, und da habe ich auch schon erlebt, dass Eltern auf mich zukamen und sagten, ja, es wird in der Klasse zugelassen, dass Kinder mit einer Bezeichnung angesprochen werden, die wir alle kennen, die ich nicht wiederholen möchte, dass das dann bagatellisiert wird und dass dann die Kinder selbst, die so angesprochen werden, auch noch bestraft werden. Sie sollen nicht so sensibel sein. Astrid Velo und Grada Quilomba, die ja beides Wissenschaftlerinnen sind, Psychologinnen und auch, also Astrid Velo ist ja Sozialwissenschaftlerin, beschreiben, dass diese Form von Gewalt auf die Schülerinnen Auswirkungen haben. Was haben denn die Schülerinnen in den Interviews gesagt, was sie am meisten belastet? Ich möchte, bevor ich auf die SchülerInnen eingehe, nochmal, und das schließt auch daran an, was du gesagt hast, möchte ich erzählen, wie weiße Lehrende reagiert haben. Denn die wurden, also einmal auf das Schulbuch und dann auf das Thema allgemein. Die wurden zu einem Schulbuch befragt, mit dem sie unterrichtet haben, also das sie alle kennen. Und sie haben im Gegensatz zu ihren schwarzen Kolleginnen das komplett sie haben gesagt, sie haben nichts mitbekommen. Sie wüssten nicht, dass in den Schulbüchern irgendwas Rassistisches reproduziert werden würde. Das ging sogar so weit, dass dieses Wort, was du gerade benannt hast, in diesem bestimmten Buch verwendet wurde, unkritisch einfach so. Und sie haben das nicht mitbekommen. Also keiner der Lehrkraft hat es überhaupt gewusst, dass es in diesem Schulbuch, mit dem sie unterrichten, vorkommt. Und auf ihre schwarzen Schülerinnen zu sprechen zu kommen, waren sie tatsächlich der Meinung, dass die schwarzen Schülerinnen mit ihrer Rassismuserfahrung schon lernen müssen, umzugehen. Und sie haben das nicht als Rassismuserfahrung benannt, sondern sie haben gesagt, ja, da kommen schon mal blöde Sprüche, aber da müssen sie durch. Und diese blöden Sprüche, wohlgemerkt, bezogen sich nur auf MitschülerInnen und in keinster Weise auf die Lehrenden selbst. Und gleichzeitig haben sie auch behauptet, alle, dass es keinen Rassismus an ihrer Schule gäbe. Das war so die Perspektive der weißen Lehrenden. Und dann komme ich zu schwarzen Schülerinnen, die zum Teil, also die in Hamburg, es gab in Hamburg und in München eine Gruppe, und die Hamburger Gruppe war eben von diesen Lehrerinnen unterrichtet, im selben Buch von denselben Lehrerinnen. Und da war das so, dass sie, bevor wir überhaupt angefangen haben, unsere Fragen zu stellen, kamen sie auf uns zu und haben uns auf die kritischen Stellen und Bilder hingewiesen. Man hat gemerkt, dass sie sich mit dem Thema tatsächlich beschäftigen. Und sie konnten, also es waren Siebtklässlerinnen, das waren wirklich junge Kinder, aber sie haben uns im Prinzip mit ihren eigenen Worten eine ganze Diskursanalyse ihres Schulbuches geliefert. Und haben so die Punkte, die sie gefunden haben, waren auch dieselben, die wir bei unserer wissenschaftlichen Analyse festgestellt haben. Und darüber hinaus, jetzt komme ich zu ihren Erfahrungen, haben sie beschrieben, wie es im Klassenraum zu rassistischen Situationen kommt, die durch bestimmte Abbildungen in ihren Schulbüchern ausgelöst werden, also beim Betrachten von bestimmten Bildern ihrer weißen MitschülerInnen, oder aber
durch die Behandlung von bestimmten Themen wie Afrika, Entwicklung, immer wenn diese Themen auf den Stundenplan kamen, wussten sie schon, okay, jetzt geht's los. Ja, was mich dabei wundert ist, ich habe ja auch schon Diskussionen mitbekommen über Erzählungen, wenn das angesprochen wird und wenn Eltern und Schülerinnen sensibilisiert sind darauf, dass dann immer als Argument genannt wird, ach, dass ihr mit eurer Political Correctness und ja, nicht wahrgenommen wird, also kein Perspektivwechsel vorgenommen wird, dass es ja hier auch um die Würde von Menschen geht, also auch um die Würde von Schülerinnen, die sich sehr schlecht wehren können, die keine rechtliche Vertretung im Schulkontext haben. Gibt es da irgendwie Reaktionen von Schülerinnen, also dass die auch darauf reagieren und das auch diskutieren wollen und sich wehren möchten? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt SchülerInnen, die irgendwie festgestellt haben, das bringt sowieso nichts, das tut nur noch mehr weh und dafür werde ich bestraft und ich muss dann in einen anderen Raum und kriege ich eine schlechtere Beurteilung. Es gibt SchülerInnen, die sich wehren, die auch argumentativ sehr stark sind, die von zu Hause auch gestärkt werden, das merkt man schon auch. Aber ich möchte hier noch einmal zitieren, was ein Junge, ein Siebtklässler, als auf die Frage, wie solche Inhalte und solche Bilder auf sie wirken, was er geantwortet hat. Und zwar, ich zitiere, ich fühle mich dabei unangenehm, da immer die schlimmen Sachen drin vorkommen. Also da kommt nichts Gutes drin vor oder so. Das ist schon demütigend. Und ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dieses Zitat vorlese, tatsächlich, weil meine Überzeugung ist, wenn staatlich verordnetes Wissen, was die Schulbücher ja darstellen, wenn dieses Wissen dazu führt, dass schwarze Kinder gedemütigt werden, dann handelt es sich um eine klare Verletzung der Menschenrechte und auch des Rechts auf Bildung. Ja, ich weiß von Fällen, wo das auch wirklich körperliche Auswirkungen auf die Schülerinnen hatte. Auf mich ist ein Vater zugekommen, dessen Tochter einen Tick entwickelt hat. Und man kann da ja auch durchaus von Retraumatisierung sprechen, wenn diese Kinder nicht wahrgenommen werden. Auch teilweise körperliche Übergriffe stattfinden. Also dass das auch durchaus eine traumatische Erfahrung ist. Ganz genau. Also das Thema ist wirklich wichtig und es wird wirklich Zeit, dass da auch tatsächlich Veränderungen kommen. Wir arbeiten ja schon dran und andere Leute arbeiten noch viel länger dran. Aber bis jetzt scheint sich das doch sehr wenig zu bewegen. Ja. Aber über die Möglichkeiten, etwas zu verändern, werden wir ja noch sprechen. Ja, dann können wir ja eigentlich jetzt in das Thema einsteigen, richtig in die Entstehungsgeschichte, wie sowas kommt, wie sich das erklären lässt, diese rassistischen Konstruktionen und Zuschreibungen, die dann eine Auswirkung auf Menschen hat, in dem Fall Schülerinnen und Lehrende. Technik. Ich glaube, mit der Präsentation, wenn die eingespielt wird jetzt. Ich muss sie jetzt. Willkommen zu meinem Kurzvortrag. Ich tue mich immer schwer, bei so einem Riesenthema kurz zu fassen, aber ich werde es versuchen angesichts der knappen Zeit und weil wir hinterher ja auch noch mit euch diskutieren wollen. Ich habe bewusst in meinem Vortrag darauf verzichtet, konkrete Schulbuchbeispiele zu bringen, weil diese so demütigend und so gewaltvoll sind, dass ich sie nicht reproduzieren möchte einerseits. Und andererseits passiert das, was passiert
passiert ist Folgendes, die Zuhörerinnen, die Menschen versteifen sich ganz oft auf diese konkreten Beispiele, das tun die Verlage auch, aber es geht hier nicht um einzelne Beispiele. Ich möchte vielmehr die Struktur und die Historie und die Zusammenhänge, die historischen Zusammenhänge klar machen, also die Hintergründe sozusagen. Also kurz zusammengefasst, die Befunde des Immafredo-Projekts. In den untersuchten Schulbüchern und Materialien haben wir festgestellt, dass die Darstellung von Afrika und Afrika in Anführungsstrichen, denn es handelt sich hier nicht um den geografischen, politischen, sozialen, kulturellen Raum, wie auch immer, sondern um eine weiße kolonialrassistische Fantasie, die dort gezeigt wird. Und Schwarzsein und Weißsein Konstrukten, diese Darstellung, diese Konstrukte basieren auf rassistischem Wissen. Und die Auswirkungen auf schwarze Schülerinnen haben wir schon benannt. Ihre Menschenrechte werden verletzt und das Recht auf Bildung. Und es hat aber auch Auswirkungen natürlich auf weiße Schülerinnen und auch Lehrkräfte. Und zwar genießen bzw. vermitteln sie rassistische Bildung und rassistische Erziehung. Und das ist natürlich auch nicht das, was der Auftrag der Schule sein sollte. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Rassismus. Wenn wir von Rassismus sprechen, ist es ganz wichtig, eine konkrete Definition dafür zu geben. Meine Definition, nicht nur meine, aber die ich vertrete, ist, dass Rassismus eine Ideologie ist von Herrschaft und Dominanz. Und sie hat eine ganz bestimmte Funktion. Sie dient der Legitimierung und der Stabilisierung der ungleichen Verteilung von Macht, Privilegien, Ressourcen und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung zugunsten von Weißen. Und in dieser Veranstaltung haben wir Rassismus gegen schwarze Menschen im Fokus. Und auch der hat eine lange Geschichte, auch in Deutschland, und ist als Folge der kolonialen Ausbeutung des afrikanischen Kontinents heute von großer Wirkmächtigkeit. Also Rassismus ist ohne Kolonialismus einfach nicht denkbar. Und jetzt habt ihr schon gemerkt, die Bezeichnungen, die ich hier benutzt habe, schwarz und weiß, diese Bezeichnungen möchte ich einmal kurz erklären. Sie beziehen sich beide nicht auf keinen Fall auf biologistische Merkmale, auf Farben, was auch immer. Schwarz und Weiß sind soziale Positionierungen, sozialhistorische, historisch konstruierte Gruppen. Und Schwarz ist eine Eigenbezeichnung. Sie bezieht sich auf das Selbstverständnis einer Personengruppe, die als Reaktion auf die Abwertung ihrer afrikanischen Herkunft im rassistisch konstruierten Machtgefüge von Weiß und Schwarz ihr Bewusstsein genau daraus ableitet, Schwarz als positiv umdeutet und dies durch Großschreibung signifikant macht. Also Schwarz ist eine politische, emanzipatorische Selbstbezeichnung, die als Adjektiv großgeschrieben wird. Und Weiß beschreibt die Gruppe, die durch Rassismus privilegiert wird. Denn Rassismus diskriminiert nicht nur, sondern privilegiert auch gleichzeitig. Das eine geht nicht ohne das andere. Und wird dann im Gegensatz zu Selbstbezeichnung Schwarz dann als Adjektiv auch klein geschrieben. Bei Schwarz und Weiß, wie gesagt, handelt es sich um soziale Positionierungen. Es handelt sich nicht um Rassen, denn Rasse ist eine Erfindung. Die Erfindung der menschlichen Rasse, die Idee der Rasse, wurde, wie Kenan Malik sagt, entwickelt als eine Erklärungsweise für die Persistenz sozialer Spaltung in einer Gesellschaft, die zugleich den Anspruch auf Gleichheit erhob. Also eine Gesellschaft, die für sich beansprucht, gleich zu sein, so wie unsere zum Beispiel, und dennoch eine soziale Spaltung dort vorherrscht. Und zur Geschichte dieser Entstehung der Idee der sogenannten Rasse. Sie wurde in Europa im 18. Jahrhundert konzipiert und entstand als mit der Zeit der sogenannten europäischen Aufklärung.
eben solche Werte wie Gleichheit und Freiheit für alle Menschen wichtig wurden. Zuvor waren in Europa die Regierungsformen, die Monarchien und so weiter, da ging es auch nicht um Gleichheit, da bestand dieser Anspruch auf Gleichheit nicht. Hier auf einmal wird das wichtig und es entsteht sofort ein Dilemma, ein ideologischer Konflikt, denn zur gleichen Zeit wissen wir aus der Geschichte, dass Europa aggressiv expandiert und mit dieser Expansion einhergehen koloniale Verbrechen gegen die Menschheit. Und ich möchte das nochmal kurz aufzählen, um Ihnen zu vergegenwärtigen, dass es tatsächlich Verbrechen gegen die Menschheit waren, die über Jahrhunderte sozusagen gedauert haben. Und das Ganze fängt an mit der systematischen Vernichtung und Versklavung der Bewohnerinnen Süd- und Nordamerikas im späten 15., dann 16. Jahrhundert und gehen dann weiter mit Maafa. Maafa steht für Verschleppung und Versklavung afrikanischer Menschen in die Amerikas. Und der Historiker Davidson nannte das 300 Jahre organisierter und systematischer Grausamkeit. Und in den Kolonien selber herrschte Zwangsarbeit, zum Teil auch todbringende Zwangsarbeit, Konzentrationslager, Genozide, Raub von Ressourcen, Kulturschätzen, Vernichtung von Wissen und, und. Also ihr seht, das ist tatsächlich ein Dilemma. Auf der einen Seite diese Werte der Aufklärung und dann gleichzeitig diese Verbrechen. Und so hat die Wissenschaft der Aufklärung in dieser Zeit nach Rechtfertigungen dafür gesucht, dass die Werte, dass diese Werte in kolonialen Verhältnissen nicht für alle Menschen gleichermaßen galten. Und so entstand diese Idee der Rassen und auch diese Idee der weißen Rasse, die als tatsächlich als Mensch definiert wurde. Also der weiße Mensch, der weiße Mann in erster Linie, aber auch die weiße Frau, die weiße Mensch wurde als Mensch definiert, während alle anderen entmenschlicht wurden. Und somit war ihre Behandlung, unmenschliche Behandlung, rechtfertigt. Und seit dieser Zeit wird rassistisches Wissen weiterhin systematisch produziert. Das baut alles aufeinander auf und ist bis heute entscheidend für die Legitimierung von rassistischer Diskriminierung. Jetzt möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn ich reproduziere zwar nicht die schrecklichen Beispiele aus den Schulbüchern, aber ich bringe ein paar rassistische Zitate von den Philosophen der Aufklärung, um euch aufzuzeigen, um die Brücke zu schlagen, um zu zeigen, wie das rassistische Wissen damals konzipiert wurde und wie sich das heute in den Schulbüchern widerspiegelt. Das rassistische Wissen basiert auf bestimmten Paradigmen, auf bestimmten Ideen. Und ich habe sie genannt Antithese, Hierarchie der Rassen, Geschichtslosigkeit des afrikanischen Kontinents und das Modernitätsnarrativ. Okay, Antithese, was verbirgt sich dahinter? Das ist die Konstruktion der anderen. Die Konstruktion der anderen als das Gegenteil von dem, was man selber sein möchte oder darf. Also alles, was man nicht sein möchte oder was man nicht sein darf, sprich exotische sexuelle Fantasien und so weiter, das wird projiziert in diesen Konstrukt des anderen. Um ein Beispiel aus der Philosophie der Aufklärung zu geben, zeige ich jetzt Hegel aus seiner Vorlesung zur Philosophie der Geschichte, wo er einen Afrikaner konstruiert und ihm ganz bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Und man sieht schon bei diesen Eigenschaften, bei den ganzen Vorsilben, dass es sich um Gegensätze handelt. Also der sogenannte Afrikaner sei unfrei, unvernünftig, irrational und willenlos. Damit impliziert Hegel dann die Konstruktion des Europäers, also die Wir-Gruppe, wir und die anderen, als jemanden, der frei, vernünftig, rational und im Besitz seines Willens sei. Und Hegel entmenschlicht dann den so konstruierten Afrikaner dann auch wörtlich
in diesem Zitat zu sehen. Und wenn wir dann die Schulbücher aufschlagen, dann ist die Antithese das Erste, was einem sozusagen ins Auge springt. Dieses Afrika wird stets als das Gegenbild von Europa oder den Westen konstruiert. Dabei liegt der Fokus auf Mängeln und Defiziten in Afrika. Und häufig hat man auch das Gefühl, dass die Autorinnen sozusagen den weißen deutschen SchülerInnen, an die sie ja denken, die sie sozusagen imaginieren, zeigen wollen, wie gut die es haben. Ja? Indem immer Vergleiche gezogen werden, was es da nicht gibt und was wir sozusagen angeblich alles haben oder alles können. Die Antithese sieht man auch in der Subjekt-Objekt-Konstruktion. Also die Zielgruppe, habe ich schon erwähnt, ist meist weiß-deutsch gedacht. Und die schwarzen Menschen dagegen, im Unterschied dazu, werden markiert, geandert und als Untersuchsobjekte behandelt. Das sind halt dann die Objekte und nicht die Subjekte. Überall, insbesondere bei Abbildungen, wo schwarze und weiße Menschen gleichzeitig vorkommen, werden sie als Gegensätze konstruiert. Je nach Inhalt, nach Fach und nach Thema, passiv, aktiv, arm, reich, krank, gesund und so weiter. Wenn es zum Beispiel um das Thema Frauenrechte geht, dann wird die schwarze Frau stets als unterdrückt dargestellt, während die weiße Frau die Emanzipierte ist. Oder in einem Biobuch, wo es um Sexualkunde ging, ein Beispiel für Formen des menschlichen Zusammenlebens, wird die Monogamie dargestellt durch ein weißes Hochzeitspaar. Und daneben ist ein Bild von einer großen Gruppe, ganz viele, kaum erkennbar, 30, 50 schwarze Menschen. Das ist dann das Beispiel für Polygamie. Und so zieht sich das durch mit diesem Konstrukt. Jetzt kommen wir zur Hierarchie. Wie ihr schon gemerkt habt, sind diese antithetischen Konstrukte ja auch nicht irgendwie gleichwertig, sondern stets auch hierarchisch. Diese Hierarchie der sogenannten Rassen ist darauf ausgerichtet, natürlich eben, wie ich schon erwähnt habe, diesen weißen Menschen als den Menschen darzustellen. Und zeige ich ein Beispiel von einem anderen Philosophen der Aufklärung, und zwar Kant, in einer Vorlesung über physische Geografie, wo er dann sagt, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Und diese Hierarchie sieht man auch ganz deutlich in den Schulbüchern oder anderen Materialien, zum Beispiel im Sprachgebrauch. Der Sprachgebrauch suggeriert Primitivität, also es werden unterschiedliche Begriffe verwendet für dasselbe, wenn man über den Westen, Europa, Deutschland spricht oder wenn man über sogenannte Afrika spricht. Auch abwertende koloniale Bezeichnungen werden einfach kommentarlos übernommen und nach wie vor verwenden und immer wieder einige Werke immer noch das N-Wort, das traumatisierende N-Wort, trotzdem sich schwarze Menschen dagegen wehren und sagen, das traumatisiert uns. Darauf wird eben keine Rücksicht genommen. Die kolonialen Eroberungen werden zum Beispiel mit Entdeckungen bezeichnet, also ganze Kapitel heißen dann Entdeckungen, wenn es um Kolonialismus geht. Das alles sind sprachliche koloniale Konstrukte, die rassistische Konzepte transportieren. Und wer mehr darüber nachlesen wollte, gerade über die Sprache möchte, dem empfehle ich sehr das Nachschlagewerk »Wie Rassismus aus Wörtern spricht« von diesen beiden Autorinnen. Ist wirklich, da kann man sehr vieles nachlesen. Die Hierarchie zeigt sich auch darin, welche Rollen denn AfrikanerInnen oder Menschen afrikanischer Herkunft oder schwarze Menschen zu ihren allgemein in diesen Schulbüchern bekommen. Zu den weißen sie bekommen hauptsächlich Opferrollen. Je nachdem, ob in historischen Zusammenhängen, in der Gegenwart, sie bekommen passive Opferrollen und sie treten kaum als selbstbestimmende Akteure auf. Auch wird in Zusammenhang
mit diesem Thema Afrika. Also auch hier wieder Menschen, die Antithesas leben, die geschrieben. Also das ist ein Zitat, natürlich das kommt tatsächlich sehr häufig vor. Und es wird der Eindruck vermittelt, dass das Leben auf dem afrikanischen Kontinent so elendig sei, dass es kaum lebenswert sei. Also Menschen unwürdiges Leben. Zu tun. Und letztlich spielen afrikanische Expertinnen und Quellen kaum eine Rolle, die werden selten zitiert und wenn, dann wird denen nicht die gleiche Wissenschaftlichkeit oder Wichtigkeit beigemessen. Das weiße Wissen über Afrika, das ist das, was als objektiv und universal gilt und nicht das Eigenwissen. Also es fehlt auch Hinweise auf afrikanische oder afrodiasporische Literatur, Geschichtsschreibung, Wissenschaft, Berichterstattung und so weiter und so fort. Das ist zur Hierarchie. Jetzt kommen wir zum Mythos der Geschichtslosigkeit. Also wenn wir darüber nachdenken, ist es komplett absurd, denn Afrika ist ja der älteste Kontinent, der von Menschen bewohnt wurde, hat demnach die älteste Geschichte und hat sehr viel zur Menschheitsgeschichte entscheidend beigetragen. Aber Geschichte und Menschsein hängen in unserem Verständnis ja so zusammen, dass es folglich zur Produktion dieses rassistischen Wissens auch dazu gehört hatte, Afrika ihrer Geschichte wegzunehmen, sozusagen, kann man natürlich nicht. Hier auch wieder Hegel aus derselben Vorlesung, wo er sagt, Afrika ist kein geschichtlicher Weltteil, es hat keine Bewegung und keine Entwicklung aufzuweisen. Und bis auf diese paar, also ich glaube einen Absatz, sonst kommt Afrika in seiner Vorlesung überhaupt nicht vor. Dieser Mythos ist sehr gefährlich und auch dieser Mythos ist sehr gefährlich, denn es hat sich wirklich, ja, es dominiert tatsächlich unser Wissen, denn nicht nur die Schulbücher, sondern auch aus anderen Quellen erfahren wir einfach nichts über die Rolle, die Afrika in der Geschichte spielt und gespielt hat. In den Schulbüchern fehlt Afrika komplett, also Ägypten wird zwar erwähnt, wird aber auch nicht wirklich in Afrika verortet, Ägypten ist so für sich. Und dann kommt eine ganz lange Zeit gar nichts und dann beginnt die Geschichte Afrikas mit der Entdeckung der sogenannten durch die Europäer. Und die eigene Geschichte des Kontinents war ganz lange gar nicht vorhanden. Jetzt haben manche Lehrwerke sie auf eine, zwei Seiten so verniedlichend zusammengefasst und nach dem Motto, ach ja, da war tatsächlich doch was gewesen. Aber die Art und Weise, wie das dargestellt wird, bestätigt eher die Geschichtslosigkeit. Also es fehlt Beitrag Afrikas zur Menschheitsgeschichte. Das ist das Entscheidende. Und auch die Kolonialgeschichte wird aus weißer Perspektive, eurozentrischer Perspektive behandelt, aus der Sicht der Kolonisten. Widerstand der Versklavten zum Beispiel, antikoloniale Befreiungskriege oder Kämpfe um die Unabhängigkeit finden sehr wenig Erwähnung. Aber auch die schwarze deutsche Geschichte, die schwarze europäische Geschichte zum Beispiel, fehlt komplett. Also Beitrag schwarzer Menschen zur Menschengeschichte, Menschheitsgeschichte fehlt komplett. Und das ist das Entscheidende. Nicht eine Seite hier und eine Seite dort, sondern kontinuierlich, dass tatsächlich ja, rausgelassen wird. Und das Modernitätsnarrativ, das ist das Letzte und da komme ich auch zum Ende von meinem Vortrag. Das ergibt sich sozusagen logisch aus der Geschichtslosigkeit, quasi so wie die Hierarchie sich aus der Antithese ergibt. Das Modernitätsnarrativ beherrscht bis heute ganz extrem unsere Art und Weise, die Welt wahrzunehmen und ist überall zu finden, nicht nur in Entwicklungsdiskursen, sondern wirklich überall. Dabei nehmen wir das als die Wahrheit und eigentlich handelt es sich, wie Stuart Hall gut erkannt hat, um einen Glauben. Es basiert auf dem Glauben der Denker der Aufklärung, dass es eben nur einen Weg zur Zivilisation und zur sozialen Entwicklung gebe. Und dass man alle Gesellschaften auf so einer Zeitskala platzieren könnte,
ganz vorne kommt der Westen und dann werden bestimmte Kriterien, westliche Kriterien angewendet, um andere Gesellschaften ins letzte Jahrhundert, vorletzte Jahrhundert, in den Mittelalter oder in die Steinzeit, in der Steinzeit zu platzieren, und zwar heutige, gegenwärtige Gesellschaften. Also eine absurde Vorstellung, dass zur gleichen Zeit sowohl Steinzeit als auch, also wie soll das überhaupt funktionieren? Das macht wirklich, wenn man darüber nachdenkt, das ist komplett unlogisch und sinnlos, aber es ist, das beherrscht uns ganz, ganz extrem. Dieses Modernitätsnarrativ diente auch, noch einmal zurück, jetzt noch nicht, schaut nicht mehr auf die Schulbücher, das diente natürlich den Kolonisatoren dafür, diese kolonialen Verbrechen zu tarnen als Zivilisierungsmission. Also es hatte eine sehr wichtige Funktion, und dieses Modernitätsnarrativ ist dann im Entwicklungsdiskurs einfach, wurde weiter übernommen. Und auch in den Schulbüchern wird der koloniale Entwicklungsbegriff meist unhinterfragt übernommen. Es ist, in den neueren Büchern gibt es Ansätze, das zu hinterfragen, aber die Art und Weise, wie das passiert, ist überhaupt nicht zielführend. Denn, habe ich mir gestern ein neues Buch von Westermann angeschaut, da wird erstmal seitenweise über sogenannte Entwicklungshemmnisse in Afrika gesprochen. Und dann kommen die gleichen Themen über Bevölkerung, tralala, traditionelle Weltsicht, ökologische Benachteiligung, ich weiß nicht was. Hemmnisse, Hemmnisse, Korruption, also wir kennen das ja alle aus unseren Schulbüchern und aus anderen Medien. Hemmnisse, 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 so 20 Seiten lang. Und dann kommt ein Artikel, wo der Entwicklungsbegriff tatsächlich einmal kritisch betrachtet wird. Ich frage mich, was das bringen soll, denn diese ersten 20 Seiten haben die Kinder ja schon verinnerlicht. Das bestätigt ja das Wissen, was sie auch sonst von überall erfahren. Dann kommt so ein Artikel, ja, ein bisschen Kritik, klar, Multiperspektivität kennen wir alle, aber das vermacht das nicht, das alles andere zu dekonstruieren. Und der Westen gilt stets als uneingeschränkt als Vorbild für alles. Also das wird auch nicht hinterfragt. Ne? Das ist das Ziel, wohin man sich entwickeln soll. Westliche Wirtschaft, Staatsform, Bildung, Wissenschaft, Kultur, Schönheit, Lebensentwürfe, das ist der Vorbild. Und auf der anderen Seite gibt es im Zusammenhang mit Afrika bestimmte Themen, Innovation, Technik, Bildung, Forschung. Diese Themen werden eben überhaupt nicht behandelt. So als würde es sie nicht geben. Und wozu führt das? Also Papa So hat mir gestern sogar ein kurzes Video zugespielt von 2018 aus dem französischen Fernsehen. Da wird die weltberühmte nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie interviewt. Und die französische Journalistin stellt ihr die Frage, gibt es in Nigeria denn überhaupt Buchläden? Okay. Sie hat sehr gut pariert und meinte, ja, die Tatsache, dass sie mir diese Frage stellen, wirft ein sehr trauriges Bild auf die französische Gesellschaft und auch Ignoranz und Arroganz der Franzosen. Aber das ist eben das Ergebnis, wenn man nach solchen Schulbüchern lernt. Was ganz Schlimmes und auch ganz entmenschlichend ist, dass bestimmte Gesellschaften, und gern wird da das Beispiel der San aus dem südlichen Afrika genommen, die werden als Beispiele verwendet für evolutionshistorische Menschheitsforschung. Also die werden ganz entmenschlicht dargestellt als primitiv, also es wird behauptet, sie seien Steinzeitmenschen und guckt mal, wie wir in der Steinzeit gelebt haben. Es wird behauptet, dass diese Gesellschaften historisch eingefroren seien. Also eine Entwicklung, die nicht der westlichen Vorstellung entspricht, wird eine Existenz komplett abgesprochen. Und dann wird das Modernitätsnarrativ bis heute noch als Rechtfertigung für koloniale Verbrechen auch in den Schulbüchern benutzt, in dem der sogenannte Fortschritt in Afrika auch als eine verdienstvolle Leistung des Kolonialismus bezeichnet wird und Pro- und Kontra-Argumente aufgemacht werden, was Kolonialismus denn auch Gutes für den Kontinent gebracht hätte. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal durch. Ich hoffe, es ist verständlich geworden. Es ist wirklich sehr, sehr kurz
gefasst. Aber ich hoffe, dass Sie sozusagen das Wichtigste mitbekommen konnten. Ja, danke schön fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für deinen Impulsvortrag. Wenn wir jetzt die Ergebnisse deines Forschungsprojekts Image of Africa in Education und deine Präsentation miteinander verbindet, dann ist auch erkennbar, welche Auswirkungen so eine Reproduktion von rassistischem Wissen hat. Und ich möchte auch noch mal ergänzend dazu sagen, es geht ja nicht nur darum, dass ein Wissensarchiv über schwarze Geschichte oder schwarzes Wissen nicht zugänglich gemacht wird oder einfach ausgeblendet wird, also als Blind Gap, sondern es geht ja darum, dass Geschichte auch verfälscht wird. Und das wird ja in den Wissenschaften auch mittlerweile besprochen. Also nochmal die Aufforderung an die Lehrenden, das andere Wissen gibt es. Man kann sich auf die Suche begeben, es gibt Wissensarchive. Ich möchte nur ein paar Beispiele nennen, wenn es um Kartografie geht, um das Thema Geografie. Es gibt zum Beispiel die Gore-Peters-Projektion, die die Verhältnisse richtig darstellt in Atlanten, wie sich die Länder wirklich zueinander verhalten. Und da ist es ja so, dass die Mercator-Projektion eine Verfälschung ist, dass Afrika, also dass Grönland größer dargestellt wird eigentlich als Afrika, als ein Kontinent. Es gibt die Möglichkeit einzutauchen in eine sehr gewaltvolle deutsch-namibische Geschichte, um den Kolonialismus zu besprechen. Oft wird ja auch geleugnet, dass es oder bagatellisiert, diese Kolonialgeschichte bagatellisiert, und es wird gesagt, ja, deutsche Kolonialherrschaft war nur über einen sehr kurzen Zeitraum, das stimmt so nicht. 30 Jahre haben wirklich verbrannte Erde hinterlassen, und deutsche Kolonialherrschaften haben Länder verwüstet. Also es ist deutsche Kolonialgeschichte ist mit sehr viel Gewalt verbunden. Das Weitere, ich würde auch noch mal gerne Vorschläge machen. Du hast ein paar Quellen genannt. Susan Arndt beschäftigt sich sehr damit, der Sprache. Afrika, es gibt ein Werk von ihr, Afrika und die deutsche Sprache, sehr zu empfehlen, gerade für Lehrende. Es ist ein sehr kritisches Nachschlagewerk. Und mit ihrer Kollegin Nadja Oforte-Alazar, du hast es erwähnt, gibt es ein Standardwerk, wie Rassismus aus Wörtern spricht, wo auch nochmal Begriffe erklärt werden. Ergänzend dazu auch, es ist sehr wichtig, Eigenbezeichnungen sind wichtig. Niemand möchte fremdbezeichnet werden. Eigenbezeichnungen sind das Recht auf Selbstbestimmung. Du hast den Begriff Mafa genannt, das kommt aus dem Kiswahili. Und das ist eine Eigenbezeichnung insofern, dass schwarze Menschen ihn für den Holocaust benutzen in Abgrenzung zu anderen Genoziden. Also wenn wir von Mafa sprechen, dann wissen wir genau, um welchen Holocaust es sich handelt, historisch. Es gibt noch ein weiteres Wort, Mangamesi, das noch stärker betont, welche Zerstörung mit diesem Völkermord einherging. Und dass sich diese Zerstörung in Form von Verschleppung von Menschen, von Ermordung von Menschen durch den transatlantischen Versklavungshandel, Menschenhandel über Jahrhunderte weiterentwickelt hat, also stattgefunden hat. Mangamesi, also auch ein Begriff für den Völkermord an schwarzen Menschen und die Versklavung über Jahrhunderte. Ja,
jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, auch in Bezug auf deine Präsentation. Es wird ja sehr viel, wenn wir über Rassismus reden, von Alltagsrassismus geredet. Und ich finde, das reduziert diese Problematik sehr. Es ist wichtig, das auch auf der Metaebene zu sprechen, als strukturelles Problem, was sich immer wieder reproduziert. Und ich finde, Alltagsrassismus wird dieser Thematik einfach nicht gerecht. Und deswegen hilft rassismuskritisches Wissen als eine Antwort auf diese strukturelle Problematik, dass halt Rassismus auf verschiedenen Ebenen passiert, sprachlich, bildlich und sehr tief prägend ist. Wenn wir uns mit Rassismus befassen, dann ist das ja auf, kann man das auf verschiedene Weise erklären oder also ich möchte mal ein Beispiel nennen, eine Situation in einem der Sensibilisierungsworkshops, dass rassismuskritisches Wissen auch hilft. Ich erinnere mich da an eine Aufgabenstellung, also es sollten Schulbücher formuliert werden und in einem Mathebuch wurde einem türkisch markierten Schüler Mathe beigebracht von einem sozusagen deutsch markierten Schüler. Das heißt für mich, und die Lehrkraft hat das auch so gesehen, also die fand das heraus, insofern Diskriminierung, dass dem türkischen Kind die kognitive Leistung abgesprochen wird. Also eine sehr subtile Form. Wo siehst du noch die Notwendigkeit jetzt von machtkritischen Diskursen außerhalb des Klassenraums und des Bildungssystems? Naja, also das Interessante erlebe ich auch ganz oft nach den Vorträgen, wo ich über Rassismus im Schulbuch gesprochen habe, dass die Zuschauerinnen, die Teilnehmenden empört sind und sagen, oh, also gerade wenn ich auch Beispiele noch bringe und wenn es so ein längerer Vortrag ist, oh mein Gott, das ist alles in Schulbüchern drin, das kann doch nicht sein, das ist ja schrecklich, warum tut das keiner was dagegen? Und da muss ich immer sagen, so, halt, stopp, Leute, das ist nicht nur in Schulbüchern drin, das, was in den Schulbüchern drin ist, das sind unsere dominanten Alltagsdiskurse, das ist die Darstellung, die uns überall verfolgt. Also dieses rassistische Wissen ist nicht als Ausnahme im Schulbuch. Da hat es nicht jemand reingeschrieben, einfach nur, um das im Schulbuch zu haben, sondern das reflektiert eben, das reflektiert die Wissensproduktion in unserer Gesellschaft. Wir haben das in der medialen Berichterstattung. Wir können das vorfinden in Literatur, Kinderbücher, waren ja ganz viel besprochen worden in den letzten Jahren, aber auch Romane, Sachliteratur, Werbung. Wir finden das aber auch in wissenschaftlichen Publikationen. Die Wissenschaft selbst ist nicht unschuldig und da sind sehr extreme Verflechtungen mit rassistischem Wissen. Ob Migrationsforschung, ob auch ja, sozialwissenschaftliche Forschung. Da wird einfach sehr, sehr viel reproduziert. Das heißt, es ist ein Querschnittsthema. Es ist auf jeden Fall ein übergreifendes Thema, ja. Um zurückzukommen auf das Schulbuch. Erich Kästner hat ja mal zitiert, misstraut gelegentlich euren Schulbüchern. 2007 gab die Stiftung Warentest eine Bewertung ab zu Schulbüchern in Biologie und Geschichte. Und da wurde festgestellt von den Testern, dass Schulbücher sehr fehlerhaft sind bis zu mangelhaft. Also die Bewertung und Ergebnisse waren zum Teil sehr erschreckend. In besonders schlimmen Fällen fanden die Tester im Lesestoff für den Bio-Unterricht auf jeder Buchseite einen Fehler. Also, und da frage ich mich natürlich, in Deutschland gibt es eine gewisse Macht der Schulbuchverlage. Brauchen wir Schulbücher? In England gibt es Textbooks,
Und du hattest auch in deinem Vortrag erwähnt, dass es viele Lehrende gibt, die gar nicht mehr auf die Schulbücher zugreifen, auf das Wissen, weil das einfach nie aktualisiert wird, als wir Schulbücher analysiert haben, also eine Kollegin und ich für einen Workshop, haben wir festgestellt, dass die Schulbücher teilweise über 10 Jahre alt waren. Ja, locker. Und das andere ist, dass ja eigentlich in der Regel die Schulbücher eine Zulassung durch die Kultusministerien brauchen, der einzelnen Bundesländer. Und die wird nach und nach abgeschafft, soweit ich weiß. Also beispielsweise in Berlin 2004. Das heißt, es gibt keinerlei Prüfungsinstanz mehr. Und ich hatte auch in meinem Beitrag aus deinem Buch, wie Rassismus aus Schulbüchern spricht, hatte ich über die Gefahr der Monopolisierung von Wissen geschrieben. Ich möchte da mal einige Zahlen nennen, weil das sehr interessant ist. Ich lese jetzt mal ab. Also während der Schulbuchmarkt 1906 auf 288 unabhängige Verlage aufgeteilt war, waren es 1925 noch 80 Verlage. Mittlerweile dominieren 3 große Verlagshäuser den Bildungsmedienmarkt. Klett, Cornelsen und Westermann gehören zu den Top 5 Verlagshäusern. Und wie siehst du das? Schulbücher abschaffen? Ja, Schulbücher abschaffen. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema, weil also die Schulbücher, die ich analysiert habe, die würde ich sofort alle wegschmeißen. Das ist ganz klar. Also solche Schulbücher brauchen wir nicht. Ich glaube, das steht außer Frage. Die Frage aber nun, ob wenn Schulbücher abgeschafft werden, wir das Problem lösen, das wage ich sehr zu bezweifeln. Denn was würden die Lehrenden machen? Die würden auf unterschiedliche Unterrichtsmaterialien ausweichen. Und wonach suchen sie ihre Unterrichtsmaterialien, solange die Lehrenden selber nicht rassismuskritisch oder es geht ja nicht nur um Rassismus, es geht ja auch um andere Diskriminierungsformen, also nicht diskriminierungskritisch und herrschaftskritisch ausgebildet sind, was sie ja nicht werden in der Regel. Werden sie eben Sachen verwenden und wie ich gesagt habe, rassistisches Wissen ist überall. Dann haben wir gar keine Kontrolle mehr darüber. Also wir haben jetzt auch keine Kontrolle, so ist das nicht. Wir schreiben und kritisieren und die Verlage scheinen sich nicht sehr viel, nicht groß drum zu kümmern. Aber vielleicht, also wie gesagt, erstens, damit ist das Problem nicht aus der Welt. Wir brauchen eine Institutionalisierung einer rassismuskritischen, diskriminierungskritischen, herrschaftskritischen Lehrerinnenbildung. Ja, also das ja, ist das A und O, weil ohne dass das passiert, ist das Problem nicht gelöst. Auf der anderen Seite würde ich eher dafür plädieren, dass diese Zulassung, die ja immer abgeschafft wird und auch da, wo es sie gibt, ist sie ja nicht rassismuskritisch und nicht diskriminierungskritisch. Sonst würden in Bayern, wo die Zulassung nach wie vor gilt, nicht die Bücher noch schlimmer zum Teil sein als in anderen Bundesländern. Aber dass wir vielleicht doch darauf hinarbeiten, an dieser Stelle eine Zulassungsstelle in jedem Bundesland oder bundesweit, ist ja in Deutschland leider schwierig, zu bewirken, die eben genau das leistet. Und zwar alle Unterrichtsmaterialien, die sozusagen zugelassen werden, müssen durch diese Prüfung, die müssen auf Rassismus, auf Diskriminierung, auf Ismen, auf Sexismus, Ableismus, Heteronormativität und so weiter, Antisemitismus, die müssen darauf geprüft sein. Ich bin aber auch der Meinung, dass es eine Verzahnung von Wissenschaft und also Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen geben sollte, wie in anderen Ländern. In England ist es soweit, ich weiß so.
Also diese Schulbuchtradition gibt es auch gar nicht in England. Ich kenne jetzt nur England als Beispiel. Mhm. Da werden Werke herausgegeben von Autorinnen, die keine, nicht unbedingt Lehrkräfte sind, sondern aus den Wissenschaften. Und die Schulbücher werden ja häufig von, oder werden von Lehrenden geschrieben. Das heißt, diese Schulbücher sind gar nicht auf dem neuesten Forschungsstand oft. Ganz genau. Da finde ich, sollte es eine Instanz geben, die es einfach zur Pflicht macht, dass Schulbücher auch wissenschaftlich fundiert sind. Also das wäre meine Meinung dazu. Ja, was soll passieren? Ich würde gerne an dieser Stelle den Raum öffnen, auch für Teilnehmende. Was soll denn passieren in der Wissensvermittlung? Oder was, welchen Beitrag, welchen Anteil haben wir daran, dass sich dieses Rassismus, dass sich dieses rassistische Wissen nicht weiter tradiert? Ich denke mir, jede von uns kann diesen Beitrag leisten, ob wir jetzt Multiplikatorinnen sind in NGOs oder Bildungspraktikerinnen. Elena, erstmal die Frage an dich, und Teilnehmende können dann einfach auch mal hier den Chat nutzen und Vorschläge machen. Hier schreibt jemand: Wäre es nicht zielführend, im Schulunterricht auch intensiv auf die Geschichte vor der Kolonialisierung einzugehen, um ein Beispiel dafür zu geben, was damit gemeint ist? Genau. Dann ein weiterer Beitrag. In deutschen Schulen wird wenig über afrikanische Geschichte außerhalb des Kolonialismus gesprochen. Stimmt, die präkoloniale Geschichte von Afrika wird ausgeblendet. Dazu hätte ich auch einen Tipp wieder an Lehrende. Sie können sich gerne mit Cheikh Anta Diop befassen, einem senegalesischen Wissenschaftler. Er war Physiker, Historiker, Ägyptologe. Auch hier einen Beitrag einer Diskussionsteilnehmerin. Man müsste wohl eher in der Lehrerinnenbildung ansetzen, zum Beispiel ein diskriminierungskritisches Pflichtseminar. Ich denke mir, dass diese Strategien alle parallel laufen sollten. Und die Forderung an die Politik und auf Landes- und Bundesebene. Ich finde auch, dass das ein Kernanliegen der Kultusministerien oder der Bildungspolitik sein sollte, dafür zu sorgen, dass Schulbücher aktualisiert werden und auf den neuesten Wissensstand gebracht werden. Also es geht eben nicht nur um Aktualisierung und neuesten Wissensstand. Das ist auch schwierig, weil, wie ich gesagt habe, auch die Wissenschaft ist von rassistischem Wissen durchsetzt, sondern es geht tatsächlich darum, eine bestimmte Perspektive reinzubringen. Und das muss eine rassismuskritische Perspektive sein, das muss eine diskriminierungskritische Perspektive sein und eine herrschaftskritische Perspektive. Ja. Das ist tatsächlich das A und O, weil ansonsten, es gibt Wissenschaftlerinnen noch ein nöcher Modupe, die möchte ich nicht in der Schulbuch Produktion sehen. Ich sehe hier einen Beitrag. Ich würde mir Workshops für Lehrerinnen wünschen, in denen wir über unseren Sprachgebrauch reflektieren können. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Bundesland und aus welchem Ort Sie jetzt zugeschaltet haben, aber solche Workshops gibt es, solche Fortbildungen werden an ganz vielen Orten angeboten, von pädagogischen Instituten, für LehrerInneninstituten sowie von unterschiedlichen Nichtregierungsorganisationen. Die Schwierigkeit, die ich tatsächlich habe, ist zum Beispiel, also zumindest hier in Hamburg, und das habe ich auch in Kiel erlebt, dass Fortbildungen, die explizit für Lehrkräfte zu diesen Themen angeboten werden, so schlecht besucht werden, obwohl das Fortbildungen, ja, es gibt ja so und so viele Fortbildungen, müssen ja Lehrende machen, die werden so schlecht besucht, das Interesse ist so gering, leider Gottes,
dass sie ganz oft ausfallen. Also ich musste auch meine Fortbildungen ganz oft canceln, weil die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht wurde oder das LehrerInneninstitut hat das für die Allgemeinheit geöffnet. Dann hat man wieder ganz schnell die Teilnehmendenanzahl erreicht. Und die Lehrerinnen, die dann kommen, sind eigentlich die, die schon sich mit den Themen befassen, die sich einfach weiterbilden wollen. Das ist auch sehr schön. Aber leider gibt es eine sehr große Anzahl von solchen, die das Problem noch nicht einmal erkannt haben. Also diese Workshops gibt es, informieren Sie sich in Ihren Instituten. Ich weiß jetzt nicht, woher Sie kommen, aber es gibt deutschlandweit eine große Gruppe von Menschen, die solche Themen gerade für Lehrkräfte anbieten. Aber eine Frage, die auch ein Teilnehmender gestellt hat, wie hier die Verteilung der Teilnehmenden sind, welche Funktion die ausüben, da kann ich gerne Auskunft drüber geben. Aus der Jugendarbeit sind es ungefähr 20%, Lehrerinnen ein Viertel, also 26%. Wow. Aus der Hochschule auch ungefähr 20%, Verwaltung 3%, Politik 2%, NGOs 11% und sonstige 19%. Dann möchte ich erwähnen, Trainings gibt es von Phoenix e.V., die bieten bundesweit Antidiskriminierungstrainings an und auch Empowerment-Trainings für People of Color und schwarze Menschen. Wenden Sie sich auch gerne an das Pädagogische Institut in München. Die haben einen Verteiler über Referenten und Referentinnen. Und ich sehe hier noch einen Beitrag, das schreibt jemand und das möchte ich wirklich aussprechen, weil das ganz mein Anliegen ist, dann sollten diese Workshops verpflichtend für das Lehrerpersonal sein. Das finde ich absolut notwendig und wir in Hamburg in diesem Chief-Projekt, was ich anfangs erwähnt habe, setzen wir uns dafür ein und versuchen auch Dialog zu führen mit politischen Entscheidungsträgerinnen, die genau in diese Richtung gehen. Und solche Bestrebungen gibt es auch in Berlin, soweit ich weiß, und auch anderswo, dass diese Themen tatsächlich verpflichtend werden, denn es geht hier um entscheidende Themen. Eine Diskussionsteilnehmerin, die sagt, im Lehramtsstudium in NRW ist ein DATS-Seminar mittlerweile verpflichtend. Was bedeutet DATS? Deutsch als Zweisprache. Ach, Deutsch als Zweisprache. Aus diesem Grund habe ich auch ein Seminar zu Rassismus besuchen dürfen, aber ein Modul finde ich trotzdem zu wenig. Mhm. Ja. Das ist richtig. Also in Hamburg an der Uni ist das so, dass es immer noch freiwillig ist. Und es steht und fällt das Angebot mit Personen, die da gerade da sind. Also wenn ein paar Kolleginnen oder ich das anbieten, dann findet das statt. Und wenn wir das dann nicht anbieten, weil wir keine Kapazitäten haben, was auch immer, dann findet das nicht statt. Also es ist nicht institutionalisiert. Es ist nicht, die Unis verpflichten sich nicht, diese Angebote überhaupt zu geben. Und das ist der erste Schritt. Und diese auch verpflichtend zu machen. Ich habe aber hier auch noch mal einen Auftrag an jeden oder jede Einzelne, sich also einfach sensibilisiert dafür zu sein, für solche Situationen und auch in manchen Fällen dann die Courage zu haben, das zu thematisieren, weil ich stelle oft fest, gerade in Deutschland, dass Rassismus sehr tabuisiert ist. Es ist immer noch mit einem sehr großen Tabu belegt. Hier kam auch ein Hinweis darauf, ruhig mal an die Schulbuchredaktion heranzutreten. Wir haben das 2013 gemacht. Wir haben eine Petition an die Westermann-Gruppe geschickt. Und daraufhin kam die Rückmeldung, ja, sie würden ermöglichen, dass man eine Afrika-Seite
veröffentlicht und wir praktisch daran redaktionell mitarbeiten können, was natürlich eigentlich mit Rassismuskritik nichts zu tun hat, weil Rassismus ein Querschnittsthema ist und immer davon lebt, dass es Konstruktionen gibt von Schwarzsein und Weißsein und Afrika nur als Token sozusagen hergenommen wird. Also wir haben ja schon darüber geredet, dass fächerübergreifend da eine Sensibilisierung stattfinden sollte, was alle Ismen anbetrifft. Ich habe eben das Beispiel des türkischen Schülers genannt, der in einer Aufgabenstellung im Mathebuch von einem anderen deutsch gelesenen Schülern Mathe beigebracht bekommt. Ja, wo man einfach auch vom Logischen her sagen muss, was hat jetzt, was haben, wenn der Schüler oder die Schülerin überhaupt türkische Herkunft sind, was haben Sprachkenntnisse mit Mathe-Logik zu tun? Warum kann auch jemand, der vielleicht die Sprache nicht so beherrscht, kein Mathe? Ja, also solche Sachen. Und warum soll ein Schüler of Color überhaupt die deutsche Sprache nicht beherrschen? Also das ist auch noch die Frage. Hier ist noch eine Frage zu einem wichtigen Aspekt. Was gibt es zu beachten, wenn man über Rassismus unterrichtet? Auch was ganz Wichtiges, weil das so ein sensibles Thema ist. Wie kann man das ansprechen? Ich würde immer sagen, die Lehrenden müssen nicht alles selber können. Es gibt auch sehr viele Referentinnen von außen, die gerne in die Schulen kommen, die sich mit diesen Themen auskennen und die ihnen zur Seite stehen. Und dafür haben die Schüler auch Gelder. Informieren Sie sich, wenn Sie sich unsicher sind oder wenn du dir unsicher bist. Natürlich helfen Fortbildung und Lesen und so weiter auch weiter. Aber man muss nicht alles selber können. Es gibt ganz viele außerschulische Angebote, wo Expertinnen euch auch zur Seite stehen. Greift darauf zurück. Ihr müsst nicht alles selber können. Ihr müsst auch lernen. Das ist ganz normal. Ich muss auch lernen. Na, wir müssen alle lernen. Modupe, darf ich nur ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, ja, nur ganz kurz, ich habe jetzt die Fragen und Antworten, den Fragen- und Antworten-Botten gefunden. Gibt es dafür noch Zeit, dass ich daraus einige Fragen entnehmen kann? Ich wollte noch einen Tipp weitergeben, und zwar einen Podcast, den es bald gibt. Ich weiß noch nicht genau, wo er veröffentlicht wird. Ihr müsst mal googeln, also in den nächsten Wochen. Der heißt Ammas Prismen. Und wird auch von Chief Projekt gefördert. Und dieser Podcast ist von einer rassismuskritischen Lehrerin, die selbst unterrichtet und ihre eigenen Erfahrungen mit diesen Themen teilt. Genau, Ammas Prismen. Also sie gibt da auch Tipps über Materialien, über Themen und so weiter, interviewt Menschen. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Hier noch Anfragen zur Literatur, zu rassismuskritischem Musikunterricht. Weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur allgemein auf die Frage eingehen. Also wenn Sie Maisha Omar Eggers eingeben, dann werden einige Publikationen angezeigt auf Google oder fällt dir noch was ein, Nina? Also es gibt ja mittlerweile einiges auch zur Migrationspädagogik, Feridoni. Ja, aber Musikunterricht wurde ja gefragt. Ja, ne? Ja, also ich weiß jetzt nur allgemein. Musikunterricht. Da gibt es eine Lücke, denke ich mal. Gibt es auf jeden Fall eine Lücke. Also ich habe auch ein Musikbuch untersucht und das war auch so sehr interessant, denn also Musik, da gibt es ja, Musik ist sehr rassistisch. Also diese weiße klassische Musik, das verbindet sich klassische Musik, das ist etwas Höherwertiges sozusagen, diese Hierarchie ist ganz eindeutig. Jazz
ist schon eine ganz andere Richtung. Und ja, interessanterweise, dass da war Musik international und zum afrikanischen Kontinent gab es nur die Trommel. Und das ist interessant zu wissen. Also Trommel ist auch ein sehr komplexes Instrument und nichts gegen die Trommel. Aber in unserer westlichen Vorstellung ist Trommel und Rhythmus ist etwas Körperliches, während Melodie als etwas mit dem Geist verbunden ist. Und in unserer westlichen Philosophie steht ja Geist über den Körper, also darüber, das kann man auch dekonstruieren, aber so sind wir ja geprägt und automatisch wird dann zugeordnet. Und in diesem, ich habe in keinen Musikbüchern, Schulbüchern gefunden, wo Saiteninstrumente oder ja, Melodieinstrumente aus dem afrikanischen Kontinent vorgestellt würden, als würde es sie nicht geben. Und das ist die vorherrschende Meinung. Afrika verbindet man mit Trommel. Vielleicht rassismuskritische Musiker wie Andreas Zepp-Wollwinkel. Er ist Orchestermusiker und gibt Anti-Rassismus-Workshops. Anfragen. Guter Tipp. Andreas Zepp-Wollwinkel. Kann ich mir gut vorstellen, dass er da... Ich wiederhole jetzt nochmal ein paar Fragen hier aus dem Chat. In Bayern gibt es für Schulen das Label Schule ohne Rassismus. Dabei handelt es sich einzig und allein um eine Maßnahme, die eine rassismuskritische Haltung suggerieren soll. Die weißen politisch Verantwortlichen haben in der Regel überhaupt keine kritische Haltung zu Rassismus und anderen Diskriminierungsformen. Ohne politischen außerparlamentarischen Druck von Betroffenen und kritisch Denkenden und Handelnden, Unterstützenden wird es keine positiven Veränderungen geben, also eine kritische Meinung zur Schule ohne Rassismus. Eine Frage, wie soll ich mit den genannten Informationen im Unterricht genau umgehen? Wenn zum Beispiel rassistische Zuschreibungen in der Lektüre sind, die im Unterricht durchgenommen wird, ob man darüber diskutieren soll, zusammen mit schwarzen Schülerinnen. Ich bin der Meinung, dass schwarze Schülerinnen dann wieder für ein Thema hergenommen werden und damit auch, ja, so ein problematisches Verhältnis der Schülerinnen untereinander aufgebaut wird, weil dann schwarze Schülerinnen die Expertinnen sein sollen, die Rassismus erklären müssen. Also ich finde das sehr problematisch. Also mir fällt dazu das Zitat von Noah Saul ein, wo sie sagt, Rassismus ist kein schwarzes, sondern ein weißes Problem. Ich finde, das ist sehr wichtig, sich das im Kopf zu haben. Rassismus ist ein weißes Problem. Und warum sollen wir schwarze Schülerinnen dafür sozusagen instrumentalisieren, rassistische Inhalte zu dekonstruieren? Das müssen alle Schülerinnen gemeinsam tun, mit der Lehrkraft. Und die Lehrkraft soll das initiieren. Und ganz oft erlebt man ja auch, also junge Menschen werden oft unterschätzt. Die haben oft größeres Verständnis für diese Themen als die Lehrkräfte. Das habe ich häufig erlebt, dass rassismuskritische Workshops mit jungen Menschen viel einfacher verliefen und sie auch mehr Wissen mitgebracht haben, als es bei der Generation drüber war. Insofern, ja, traut euch und bespricht das mit eurer Klasse und sagt, das ist rassistisch, das wollen wir nicht haben, das kann man ganz unterschiedlich. Also ich weiß, Saraya Gomez, eine Lehrerin aus Berlin, die nicht nur Lehrerin ist, sondern auch Antidiskriminierungsbeauftragte war und ganz viel in diese Richtung macht. Sie hat mit ihren SchülerInnen einfach diese Begriffe aus den Büchern rausgestrichen. Die haben einen Stift genommen, also die haben auch darüber gesprochen, sie haben Workshops besucht, sie haben sich ganz viel mit dem Thema beschäftigt und dann haben sie einen Stift genommen und haben in ihren Büchern diese ganzen Begriffe rausgestrichen. Und das ist etwas Aktives, etwas Befreiendes. Ich fand das ganz super. Ja,
Hier ist noch ein Hinweis auf eine Buchreihe zum Thema Rassismuskritik im Unterricht, pädagogische Professionalität und Migrationsdiskurse. Ja, wenn es keine weiteren wichtigen Fragen gibt, würde ich sagen, können wir auch langsam zum Ende kommen. Was meinst du? Ja, ist schon 7:45 gleich. Dann würde ich mich auch gerne verabschieden von Ihnen und gebe jetzt einfach mal weiter an die Veranstalterinnen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Schade, dass Sie nicht gehen können. Vielen Dank auch für so viele Beiträge im Chat. Ich sehe auch, dass die Leute sich gegenseitig Informationen geben. Das finde ich ganz toll. Also es hat nicht nur was gebracht, dass wir hier etwas erzählt haben, sondern die Menschen scheinen sich auch zu vernetzen und auszutauschen. Ich finde, das ist auch der Sinn solcher Veranstaltungen. Ja, und vielleicht zum positiven Ausgang noch eine Bemerkung, eine positive Kritik. Vielen Dank für den Vortrag und den wieder mal sehr inspirierenden Input. Ich weiß das sehr zu schätzen, Teil gewesen zu sein und bin sehr dankbar. Ich habe mich schon viel mit Ihnen und Ihren Inhalten beschäftigt. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Es war wie immer sehr, sehr schön. Es war nicht anders, ich habe nichts anderes von euch erwartet. Und ich hoffe auf bald und Wiederholung. Genau, vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Die Veranstaltungsreihe Global Engagiert wird weitergehen. Da kommen noch Veranstaltungen, die im Rahmen dieser Kooperation stattfinden. Und natürlich auch einiges für diejenigen, die keine Lehrkräfte sind und keine Workshops im Pädagogischen Institut genießen können in München. Wir haben im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus eben auch Angebote, wo die Zielgruppe breiter ist. Genau. Das war's von uns. Schönen Abend und herzlichen Dank. Danke auch dir. Schönen Abend. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.